Sony Interactive Entertainment presents. Ich wiederhole, Sie sind im Gebäude. Brauchen Verstärkung. Brauchen sofort Verstärkung. Gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir 2 zum Preis von 1. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein, meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für dich 550. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein. Er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. Oh. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm, interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey! Ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Uncharted. Ich würde mich eigentlich gerne erstmal umsehen, aber ich denke, wir können jetzt hier nicht allzu viel machen, sondern sollen den Mädchen folgen. Entschuldigung, Entschuldigung. Mit euch will ich mich, glaube ich, nicht anlegen. Ihr seid die Bösen, so wie ich gehört habe. Wohin? Da können wir was. Ich muss auf diesem Laster sein, bevor er fährt. Der fährt aber schon. Also, dein Ganesha. Ernst? Was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Drücken Sie... Moment. Ja, ist ja ein schönes Foto geworden. Okay, wo ist die Kleine jetzt? Da? Darf ich dir folgen? Ich weiß noch nicht, wohin es geht. Kann man hier durch? Jetzt gehe ich voran. Oh, Verzeihung. Was? Verstehe mich nicht falsch. Gute Technik beim Rausziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Schön. Aber nicht schlecht, Kleine. Okay. Wir haben einen Schatz gefunden. Naja, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Die sind in die linke Richtung gegangen. Eigentlich müssten wir dann wahrscheinlich irgendwo hier. Du kannst nicht reingehen, ohne deine Schuhe auszuziehen. Ich weiß. Ich wollte mir nur die Mandapa ansehen. Okay, dann gehen wir mal hier. Oh Gott, das sieht aus wie ein Tee, so hier links. Also ich denke mal, wir müssen hier durch den Hof durchgehen und uns dann so nach vorne... Ah, da kommen wir durch, so wie es aussieht. Es darf niemand über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay, nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu.
Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf, wenn ich zurück bin, Pizza Party. Deal? Deal. Gut. Scheiße. Verdammt. Pizza Party. Sir, Pizza. Sir, bitte. Oh Gott. Mein Dad, wir waren Eis essen und ich finde ihn nicht mehr. Ich kann nicht ohne ihn nach Hause. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist passiert? Er stand da drüben. Warte, da ist er. Da ist er. Fällt ja auch so gar nicht auf, wenn wir da so rausgucken. Ja, die ist ja schon irgendwie süß. Muss man ihr lassen. Ist nicht ganz ungefährlich. Uncharted, The Lost Legacy. Okay, rote Tür. Das ist sie. Besser als nichts. Kapitel 1, der Aufstand. Und ich nehme mal an, wir kämpfen auf der Seite der Rebellen, also auf der guten Seite. Alles ein Kinderspiel. Rote Tür. Sehe ich hier irgendetwas blinken? Leider nicht. Kann ich mich eigentlich ducken? Theoretischerweise ja, praktischerweise kann ich es hier jetzt nicht. Also nicht wie im Hauptspiel. Oder was heißt Hauptspiel? Wie im Spiel, was wir davor hatten. Warum sind die? Los, 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 auf geht's! Bewegt sich gar nicht mehr. Okay, ich schätze mal, da darf ich nicht rum. Kann ich nicht rum? Ich bin mir nicht sicher. Das Problem ist halt, ich kann wirklich nicht ducken. Mit der Duckentaste. Also ich habe mir das ja extra noch alles aufgeschrieben beim letzten Spiel. Moment, jetzt sind wir wieder hier. Hä? Sind wir einmal im Kreis gelaufen oder was? Können wir denn hier irgendwo hochspringen eventuell? Klettern? Auch nicht so, wie es aussieht. Aber sie scheint ja doch sehr wendig zu sein. Also sie müsste theoretisch ja klettern können. Können wir irgendwie hier durch? Oder drüber? Drüber auch nicht. Wenn ich da jetzt rumlaufe, dann erschießt der Kerl mich wahrscheinlich. Guten Tag, kann ich bei Ihnen vielleicht mal rein? Naja, aber was sollen wir machen, ne? Ich gehe mal. Wahrscheinlich werde ich jetzt abgeknallt. Scheiße! Sofort! Ich hab nichts gemacht! Verdammte Spione! Was? Der Rückel! Nein! Einfach raus! Mal raus! Bitte! Erlebt! Nein! In den Lager! Okay. Ich bin unschuldig! Das höre ich! Ich dachte, in den Lager! Los! Tollpunkt. Hab ich da jetzt gerade ein Schwein gehört? Was ist mit euch? Das Problem ist halt, ich weiß jetzt so gar nicht, wo ich jetzt eigentlich hin muss oder was ich hier zu tun habe. Wir konnten beim ersten Teil ja klettern und alles. Das scheint hier nicht mehr der Fall zu sein. Oder wir dürfen es nur jetzt aktuell gerade nicht. Oder haben die vielleicht die Belegung? Ne, die Belegung haben sie nicht geändert. Okay, also da ist das Militär. Da ist auch Militär. Okay. Okay, ich komme da auf jeden Fall nicht mehr zurück. Blöd ist auch, dass man nicht laufen kann im Moment.
Deswegen denke ich, ist das so eine Art Tutorial oder sowas. Da kann man auch nicht hochklettern. Ich kann auch nicht an denen vorbei, ne? Die haben MG. Ich gehe jetzt mal einfach ganz dreist an den anderen vorbei. Ich gehe mal stark davon aus, dass die mich jetzt abknallen werden. Aber da ich keine Ahnung habe, wo ich hin soll und hier irgendwie auch nichts anklicken kann, ich kann mich nicht ducken, ich kann nicht laufen, nichts. Rote Tür war das, ne? Hier können wir auch nicht rein. Es tut mir leid, ich muss leider hier rum. Ne, das war aber wieder die Tür. Jetzt sind wir wieder hier, wo wir waren, ne? Rote Tür mit so grün und so ein grün-türkises Ding noch davor. Die Treppen sind wir eben hochgegangen. Da waren wir wieder am Anfang, oder? Ja, da ist der... Ich gehe jetzt nochmal alles ab. Vielleicht haben wir ja auch unterwegs einfach nur die Tür übersehen, was ich zwar nicht glaube. Aber könnte ja auch sein. Also hier ist ein Sackgasse, hier ist gar keine Tür. Das ist keine rote Tür. Da kommen wir wieder hoch. Ja, das Spiel startet gerade und schon hänge ich von der ersten unlösbaren Aufgabe. Weil ich hier nirgendwo rumkomme. Das ist ja super. Da hinten darf ich nicht rum, nehme ich mal an. Deswegen stehen die da. Ist da irgendwo eine rote Tür eventuell? Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Aber da war ja auch keine rote Tür. Mich nervt es halt auch tierisch, dass ich hier nicht laufen kann in diesem Abschnitt. Da war gerade was am Blinken, aber ich glaube, das war nur eine Reflexion. Achso, ja, von diesen... Gehen einfach mal hier hin. Wenn die mich abknallen, knallen sie mich ab. Es tut mir leid. Ich habe keine Wahl. Hallöchen. Guten Tag. Hey, Moment. Warum so eilig? Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey! Wo wohnst du? Bist du taub oder was? Antworte jetzt! Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei Arafta. Ich habe gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir. Komm nach drin. Verstanden. Du kommst mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Okay, hätte ich das vorher gewusst. Ja, aber das Spiel tut so, als ob wir denen aus dem Weg gehen sollen. Und dann letztendlich brauchen wir denen dann doch nicht aus dem Weg zu gehen, sondern rennen einfach mittendurch. Okay, werde ich mir merken für die Zukunft. Da ist eine Sackgasse. Rote Tür. Check. Ja, schön. Ist nur Stacheldraht oben drüber. Das ist nicht so schön. Und da wir ja weder springen, noch klettern, noch uns ducken oder sonst was können. Ist gerade jemand gewesen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man irgendwie von hinten da reinkommt, wenn man jetzt hier rumgeht. Vor allen Dingen kann die super gut klettern, das haben wir ja schon festgestellt. Und trotzdem dürfen wir es nicht. Ach, sie duckt sich automatisch. Ah.
Okay, Sackgasse. Warum läuft sie jetzt, als ob sie sich eingeschossen hätte? Ich rauche nicht. So nicht zu gebrauchen. Du darfst auch gerne in Deckung gehen. Okay, angreifen können wir auch. Sehr schön. Wo ist der hin? Da. Das hätten wir. Offenbar ist sie kampferprobt. Noch schöner. Komm mit, Freunde. Oh shit. Kannst du im Laster schlafen? Nein, danke. Was langsam drehen und dann? Fast. In der Gasse sind noch welche. Heute Nacht geht's los? Ganz kaum erwarten. Okay. Genug von diesen Leuten. Nein. Komm schon. Noch eine Woche in diesem Loch. Denk an das Endziel, Bruder. Ja, wie lange soll das denn vibrieren, bis das klappt, Mann? Das ist doch die Flasche Kokosarak. Vielleicht. Was ist sie dir wert? Meine ewige. Ja. Bin drin. Dach. Pink Lotus. Was soll das heißen? Ich habe keine Ahnung. Du bist hier die Rebellin, so wie es aussieht. Okay. Sie geht auch nie in die Hocke. Das ist... Das hier war eine wichtige Festung. Das war gute Arbeit. Okay. Dach, das heißt, wir müssen auf jeden Fall nach oben. Aber ob das so gut ist, denen hinterher zu spazieren? Ich dachte gerade, die Tür geht auf. Okay, man kann... Achso, hier geht's noch weiter. Vorsichtig. Ich habe genug von diesem Kleinkram. Wann kämpfen wir gegen die Tyrannen? Was das sagt, der braucht mehr Vorbereitungszeit. Die Regierung hält uns für einen Witz. Das werden sie nicht mehr lange. Die Frage ist, wo ist der? Der ist da. Komm hier durch? Was geht jetzt weiter? Nicht bevor wir hier fertig sind. Jedes Stückchen. Wir müssen uns verstecken. Die Armee hat ihre Augen überall. Muss ich da durch? Da ist eine Leiter. Bald, bald. Möchte ich da durch? Das ist die nächste Frage. Das Kriegsgebiet. Die sieht nicht sehr stabil aus. Okay, ich hoffe mal, dass das keine Falle ist. Ich weiß ja nicht, worum es geht hier. Die indische Armee meint es ernst. Ja. Wenn es um die Armee geht, geht es meistens gegen die Bevölkerung. Müssen wir noch höher aufs Dach? Das ist die Frage. Müssen wir hier hoch?
scheinbar nicht. Dach Pink Lotus. Also, ach so, ja, steht falsch rum Pink Lotus, okay. Habe ich mir anders vorgestellt. Das mindestens zwei Ziele. Das Lager und dann... Du bist hier falsch, Mädchen. Scheiße. Was zur Hölle? Was soll ich machen? Jetzt hab ich dich. Deinen Kumpel. Du bist zu spät, Fraser. Freut mich auch, dich zu sehen. Ach du Scheiße, sie haben unsere erste Einheit zerlegt. Haltet sie ja, auf. Ja, haben wir. Wir sind Frauen. Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegshetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Entscheide dich. Er ist der mit dem Bart. Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag? Niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los. Hatte unsere Route schon geplant. Aber jetzt suchen sie nach uns. Was schlägst du vor? Ich überleg mir was. Ja, und damit sind wir in Kapitel 2, Infiltration. Frage ist nur, was müssen wir jetzt überhaupt machen? Wir können hier schlecht runterspringen, oder? Das ist ein bisschen hoch. Wir haben auch keine Waffen, kriegen offenbar auch keine, so wie es aussieht. Müssen wir da jetzt echt runterspringen? Die steht hier so. Oh, hi. Okay, war wohl wirklich ein bisschen hoch. So, wo geht es lang? Moment, hier ist... Ach, hier ist eine Leiter. Okay. Komm schon, ich helfe dir hoch. Ja, bitte. Danke. Du sollst auch springen, Mädel. Oh oh, ich ahne Schlimmes. Andere Seite oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ja. Ups. Alles okay? Ja. Yep. Da hast du. Die ist ja durch. Geduld. Dein Ernst? Ja, Geduld, die ist lustig. Da kommen wir nicht rüber. Da ist auch nichts zum Springen, oder? Da wäre höchstens was zum Festhalten. Hoffe ich zumindest, dass wir da klettern können. Ich versuch's mal einfach. Und hoch. Echt jetzt? Echt. Das ist meine Idee. Die kann nur scheiße sein. Schön vorsichtig. Sicher, dass das sicher ist? Nein. Aber wir können es trotzdem versuchen. Du solltest eigentlich da oben bleiben. Du solltest dich da hochziehen, Mädel. Komm, zieh dich doch mal hoch. Okay, wenn die mir mal aus dem Weg gehen... Boah. Wenn die mir mal aus dem Weg gehen würde, dann käme ich auch hier runter. So.
Na los, hier entlang. Dir ist klar, dass wir uns von Asafs Versteck entfernen? Ja, wir nehmen den langen Weg. Jetzt weiß ich, warum du immer zu spät bist. Mag sein, aber das Gute kommt immer zum Schluss und immer zu spät, oder wie war das? Da müssen wir wahrscheinlich, müssen wir da jetzt so rüberspringen oder von oben rüberspringen? Das ist die Frage. Kriegen wir das hin? Gehen wir mal aus dem Weg, Mädel? Nein, du sollst da hoch. Komm. Ja. Gras oben auf dem Dach. Warum auch nicht? Wenn ich jetzt wüsste, wo ich überhaupt hin muss, dann wäre es aber irgendwie einfacher. Um vor Gegnern zu verstecken. Welche Gegner? Oh. Ich erledige ihn. Nein, ich schalte ihn aus. Cobra 1 und Cobra 5, over. Empfang, Cobra 1. Geh zum Pink Lotus, da ist was los, over. Verstanden, Cobra 1. Scheiße. Na, geht der jetzt dahin? Anscheinend hat das nicht so mit irgendwelchen Anweisungen. Rein. Also ich würde jetzt... Achso, den können wir... Ah, okay. Moment. Halt, stopp. Y. Was haben wir denn da? Militärfeuerzeug. Okay. Nehmen wir mit. Okay. Ist da einer? Nee, ne? Kommt sie mit? Ich bin mir nicht sicher. Pink Lotus Hotel. Da müssen wir hin. Aber ohne Schneidbrenner kommen wir hier nicht durch. So, jetzt improvisieren wir. Jetzt improvisieren wir, das ist gut. Okay, die können wir anscheinend nicht nutzen. Kabel wären vielleicht nicht so eine gute Idee. Können wir auch nicht, so wie es aussieht. Das heißt, unten können wir dann vermutlich auch nicht drauf springen, nehme ich mal an. Jetzt improvisieren wir. Ja, wenn wir was hätten zum Improvisieren, dann sicher. Können wir hier drauf? Ja, aber wir können... Oh doch, wir können doch darüber. Wo willst du hin? Bin mir noch nicht sicher. Optionen. Bleib hier. Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich eigentlich hin will. Da kann ich nicht rüber. Am Fenster hält die sich nicht mehr fest, oder? Jetzt kann ich doch darüber, okay. Tja, sie macht ihrem Ruf alle Ehre. Ja, das bringt uns aber trotzdem nicht viel, wenn sie ihren Ruf alle Ehre macht, wenn wir da nicht rüberkommen. Ah, Moment. Bin ich jetzt ganz hier hoch? Sieht so aus. Ist denn hier noch irgendwas, was wir einsammeln können? Ja, komm. Okay, offenbar dürfen wir da nicht rauf. Dann hoffe ich mal, dass das ist, um darüber zu springen. Dann mal los. Nee, ich muss das... Ach! Okay, ja. Dann war doch mein erster Gedanke richtig, dass ich es da runterschieben soll. Oh, Scheiße! Ja. Ups! Sorry! Aber wir sind eine Etage tiefer. die Frage ist jetzt nur, wenn ich mich jetzt hier runterhangeln. Ja, oder man kann sich nicht runterhangeln und die springt einfach. Ist natürlich auch gut. Das Ding trifft sie auch nicht.
Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Kommt drauf an, was man vorhat, ne? So, hier ist nichts, so wie es aussieht. Da können wir uns festhalten. Ach du Scheiße, okay. Da vorne. Scheiße. Nein, oh. Du sollst schwingen, Junge, Mädel. Wenn ich bin... Ach so, doch, wir müssen da, glaube ich, rum, ne? Die Frage ist jetzt... Ach, da können wir rein. Müssen wir nach rechts oder nach links? Ich bin mir nicht sicher. Moment, hat da gerade was geblinkt? Da hat was geblinkt. Wir haben einen Schatz gefunden. Sehr schön. Kannst du mir jetzt mal aus dem Weg rausgehen, verdammt? Oh. Hier gibt's günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Bist du bei dem Job immer so gesprächig? Ja. Okay, wo sind die? Hier lief doch eben noch einer. Da ist er nicht. Hä? Du sollst springen. Pass auf. Ach, da. Den holen wir uns doch direkt mal. Ein Problem weniger. Und ich dachte, der wäre direkt unten bei uns gewesen. Oh, ne, das leuchtet nur so. Ja, und jetzt? B, um zu hängen. Schön. Es ist direkt über uns. Siehst du? War doch nicht so schlimm. Über uns. Dann probieren wir es mal da. Was war das? Was habe ich gerade quieken hören? Als ob da einer eine Tür aufgemacht hat oder so. So, Mädel, kommst du mit? Nein, du hast dich auf wunderbare Weise schon hier oben hin teleportiert. Das finde ich ja nett von dir. Das finde ich wirklich nett. Also diese NPCs heutzutage, die sind so klasse. Wirklich. Schade, dass einem das nicht selber passiert, dass man sich so schnell teleportieren kann. Hallo? Oder auch so. Suchen wir die Scheibe. Herzlichen Dank. Du stehst dann bitte Schmiere, okay? Ja. Himmel. Das ist ja wie in einem Antiquitätenladen. Er war wohl sehr fleißig. Was glaubst du, was das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger zu finanzieren. Okay, irgendeine Krone. So, Leute, wonach suchen wir? Und... Oh, Hallöchen. Oh, schrecklich. So viele neugierige Katzen. Apropos. Touché. Das stört dich nicht? Das sind alles indische Artefakte. Ist nicht mein Kampf. Hm. Mehr sagt sie nicht mehr, sobald ich mich zu ihr rumdrehe. Super. Vor allen Dingen haben NPCs überhaupt immer diesen perfekten Moment, entweder wenn man selber was sagt oder erklärt, zu reden, oder genau dann, wenn man sich wegdreht und die dann total leise sind. Zerstörer und Wandler. Kann man auch nicht viel... Achso, doch da umdrehen. Jo. Bringt uns aber nicht viel. Alles indische Sachen, aber... Das sieht mir gut aus. Salah und der Tiger. Vielleicht ist er näher als gedacht.
Okay, da ist noch was. Das wird niemand vermissen. Sehr schön, wir haben wieder einen Schatz gefunden. Moment, links hat, glaube ich, gerade was geblinkt, ja. Ich leih mir das mal raus. Da steht scheinbar nichts Fraser. Drauf. Komm her. Vielversprechend. Verschlossen. Nicht mehr lange. Was war das für eine Karte? West Gats, Rysala-Gebiet. Scheiße. Nein, schon gut. Nichts, was wir nicht schon wussten. Also die Mechanik ist schon ganz cool. Ist jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie schwer ist oder so. Was es umso besser macht. Na? Vorsicht. Das ist wunderschön. Shit, weg hier. Nadine. Ross. Eine angenehme Überraschung. Ah, ah, Vorsicht, Männer. Dieser Tiger hat Krallen. Asaf? Ach, all die Jahre. Und du bist keinen Tag älter geworden. Sehr charmant. Suchst du etwa Arbeit? Ich höre, Shoreline steht unter neuer Leitung. Ein kurzer Rückschlag. Damit werde ich schon fertig. Na klar, na klar. Aber schade. Meine Männer und ich könnten jemanden wie dich brauchen. Was machst du hier? Denn das ist nicht gerade dein Spezialgebiet. Es ist eine sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Chloe Fraser. Ich sammle Antiquitäten. Eine Diebin. Du arbeitest für eine Diebin. Sir, wir haben ein Problem. Sir, das Ding los. Jemand hat das ganze Team erledigt. Over. Ich bin gleich da. Die Scheibe. Oh, stimmt. Die Scheibe. Also, zuerst hielt ich sie für einen gewöhnlichen Rebellen. Aber sie haben es geschafft, das Reich der Rysala zu finden. Gar nicht schlecht. Ihr größter Schatz. Ganeshas Stoßzahn. Das ist kein leichter Fund. Was tust du da? Drei persische Invasionen. Drei verschiedene Kriege und nach all den Jahren hat ihn keiner finden können. Wir sind dran. Seid ihr nicht. Und eure einzige Chance, die ihr habt, um seinen Aufenthaltsort zu finden, ist jemand, der euch dabei hilft, dieses Artefakt zu verstehen. Jemand mit umfassendem Wissen über die Häusala-Gesellschaft. Ganz genau. Ja. Ein Experte für ihre Kultur und Geschichte. Mein Honorar ist angemessen. Eine Parasitin, die unseren Kampf ausnutzt, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Das heißt also nein? Es kann nur nein. Du hast Schneid. Gefällt mir. Aber ich brauche nicht noch mehr sogenannte Experten. Erschießt sie, werft die Leichen in den Fluss. Nicht nötig. Wir werfen uns selbst raus! Ich kann auch nicht laufen! Okay, wenn sie Panik hat, kann sie offenbar doch laufen. Okay, lauf einfach. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung. Aber lauf einfach. Scheinbar nicht in die Richtung.
Ich liebe solche Verfolgungsszenen, wo dann irgendwann keiner mehr vorläuft und man nicht mehr weiß, wo man lang muss. Okay, wir probieren es mal drinnen. Und wo kann man doch da noch links, ne? Bin mir nicht sicher, ob es hier lang geht, aber hallo? Dann vermisst. Hier drin, schnell! Leute, wenn ihr wüsstet. Oh, verdammt, was sollte das eben? Nicht elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man improvisieren. Wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot. Da ist ein Fluss. Ja, und wehe, dein Typ ist nicht da. Shit! Okay, Zeit zu verschwinden. Na los, direkt hinter dir. Ja, ich kann doch erst laufen, wenn es wieder frei ist. Die falsche Richtung, in der du springst. Hast du die Scheibe noch? Ja. Weiter. Aufpassen. Oh, also echt jetzt. Ja, aber ich bloß nicht aus. Hallo? Doch, ich würde sagen, wir müssen da rum. Bis später, Loser. Oh, oh. Okay. Ja, lauf! Also spring! Also... Nein! Spring! Anhalten! Immer weiter! Nein, nicht anhalten! Lauf! Das wird super! Wenigstens regnet es nicht in Strömen! Ja, noch läuft es super. Ich bin nur einmal gestorben und ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ich sag mal, hier rum. Der Fluss ist direkt unter uns. Rutschen den langsam runter. Und los geht's. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.